Moin! Auf Insta werde ich total oft gefragt, wie es dazu kommt, dass meine Haare mal ein bisschen voluminöser aussehen, mal weniger voluminös. Wie ist das denn eigentlich so mit Afrohaar und so weiter? Hast du nicht gesehen? Deswegen dachte ich mir, ich gehe der Sache mal auf den Grund und zeig euch mal, wie das wirklich ist, denn es ist magical. Vorweg! Bevor wir damit starten, solltet ihr alle oder du kannst mal raten, wie lang mein Haar wird, wenn ich es stretchen würde. Das ist ja auch schon mal der Punkt, warum es so magical ist. Ich zeige euch mal, von wie vielen Zentimetern wir ausgehen. Und dann am Ende des Videos, also Geduld, Geduld, es kommt noch, es ist richtig geil, wie viel Zentimeter dann meine Haare dazu gewinnen, wenn man sie ein bisschen stretcht oder glättet, in Anführungszeichen. Also ran an den Speck. So, ich messe mit einem Pinsel. Also eigentlich ist das ein Pinsel. Das ist halt nur so Stecksystem. Oh, boah, ist das voll im Eimer, ne? Egal. Ich benutze den eh kaum. Ich nehme den, stecke den so auf, mache hier einen Strich oder halt das fest. Zack. Also so lang sind meine Haare ungestretched. Jetzt wollen wir mal messen, wie viel das ist. Sage und schreibe 2,2 Zentimeter. Nicht mal. Das sind knapp 2,2 oder 2,3 Zentimeter. Jetzt ratet mal, wie viel Zentimeter das dann nach dem Glätten haben wird. Dazu benutze ich dieses Tool hier. Tatsächlich ist es mein absolutes Lieblingsteil. Das hat nämlich so eine Art Kamm-Applikation mit integriertem Glätteisen dazwischen. Das heißt, die Haare werden wirklich wie bis mit einem Kamm einfach glatt gekämmt. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ich hab euch das mal in einem anderen Video schon gezeigt. Werde ich euch hier oben mal verlinken. Oder da. Auf jeden Fall, ich werde es euch mal verlinken. Ihr könnt auf dieses kleine i drücken, dann kommt ihr direkt zum Video und dann seht ihr das Gerät nochmal in Action. Deswegen, ich glaube, ich brauche euch doch. Ich zeige euch erstmal, damit ihr nicht glaubt, dass ich euch hier anflunker, zeige ich euch, wie ich die ersten paar Strähnen mache. Dann spule ich vor. Oder ihr spult vor. Nein, ich schneide das so, dass ihr direkt das Endergebnis seht, ohne wirklich rumgeflaxe. Dazu muss ich das Ding erstmal anstecken. Mach das Ding jetzt mal an. Ich habe es ungefähr auf die Stärke, weil mehr brauche ich ja nicht. So. Dann ein weiterer Tipp von mir. Achtet darauf, dass eure Haare mit Hitzeschutz behandelt sind. Dann brennen sie euch quasi nicht nieder. Das ist wichtig. Wird voll oft unterschätzt. Afrohaar, geile Sache, finde ich persönlich. Afrohaar ist magical, weil es hält super viel Stand, ist natürlich braucht dementsprechend seine Pflege, damit es schön weich und ergiebig wird. Aber ansonsten Haare Warrior, sage ich dir. Warrior. Auf jeden Fall habe ich meine Pflege schon drin, auch wenn es super trocken aussieht und nicht so ist. Das muss ich euch auch nochmal erklären, aber wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Thema. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, wie das ist mit Afrohaarpflege und so weiter, dann schreib es gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und dann kommt irgendwann mal nochmal ein Video dazu. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht einfach darum, dass Afrohaare krass sind. Also für mich positiv krass. Deswegen, eigentlich braucht man sie nicht glätten, aber wenn ich zum Beispiel morgens penne und aus dem Bett komme, komme ich so aus dem Bett. Also ist alles platt gedrückt. Ich könnte jetzt rein theoretisch mit dem Aero rumlaufen, weil die Haare einfach so bleiben. Und das ist eigentlich ganz geil, aber wird unterschätzt, weil viele sagen, boah, deine Haare sind voll kurz und dann wieder voll lang. Machst du da was mit? Nein. It's my hair. Die sind so. Deswegen nehmen wir das jetzt in Angriff. Zieht euch rein, wie krass das ist. Ist einfach krass. So, und jetzt wird vorgespult, weil ich mache das Ganze jetzt zu Ende und dann zeige ich euch das Endergebnis. Krass, oder? Es hat sich verdreifacht, also knapp verdreifacht, auf 6 cm.
Und da muss ich einfach sagen, Afrohaar ist schon magical. Es ist krass, es ist wunderschön, es ist super robust in den meisten Fällen. Es muss halt nur richtig gepflegt werden. Und ich finde das super faszinierend, gerade was den Punkto Shrinkage angeht. Also, falls ihr jemanden seht, der einen wunderschönen Afro hat, ob er nun klein oder groß oder mittelgroß ist oder ein Buzzcut hat, bitte nicht zu vorschnell verurteilen, denn oftmals haben die Haare einfach ihre eigene kleine Geschichte. Und das liebe ich wirklich sehr an meinen Haaren. Ich kann super viel mit ihnen machen. Sie sind wahnsinnig flexibel und ich bin froh, dass ich sie habe. Aber ich schneide sie trotzdem wahrscheinlich demnächst wieder ab, weil sie mir eigentlich im Endeffekt doch egal sind. Das ist so meine persönliche Meinung und meine Ansicht. Das Thema Haare ist für den einen oder anderen super delikat, also und wichtig auch. Manche mögen es lieber lang, kurz, wie auch immer. Das soll jeder so machen, wie er gerne selber möchte, weil es ist ja auch einfach dein Körper, es ist euer Körper. Und ja, aber zum Thema Afrohaare wollte ich das nochmal klargestellt haben. Shrinkage, sagt man so schön im Englischen, ist real. Und so ist es wirklich. Folgt mir gerne auch auf den anderen Plattformen, wenn ihr ein bisschen mehr von mir sehen wollt, wenn ihr mein Gelaber gerne hört. Wie auch immer. Übrigens, ich habe auch einen Podcast, der heißt Gute Nachtgeschichten. Da könnt ihr auch mal reinhören. Ist einfach nur eine gute Nachtgeschichte zum Einpennen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.